Ich bin die Lara, ich bin 19 Jahre alt und ich bin jetzt seit Mitte März ungefähr in Coburg und habe das Orientierungssemester gemacht. Ich wollte eigentlich schon ab Wintersemester letzten Jahres, also ab Oktober, wollte ich eigentlich Innenarchitektur unten am Campus Design machen. Und ja, das hat leider nicht so hingehauen und ich wurde leider abgelehnt. Und dann ja, wusste ich nicht genau, was ich jetzt machen will, in welche Richtung, ob überhaupt studieren, ob eine Ausbildung oder nicht. Und dann habe ich eben von dem Orientierungssemester gehört, das hat mir eine Bekannte erzählt. Ja, und dann habe ich mich halt eben mal an der Hochschule eingeschrieben fürs Orientierungssemester und dann bin ich hier gelandet. Coburg ist eine ganz schöne Stadt, fand den Campus auch, so was ich gesehen habe, ganz schön. Und deswegen dachte ich, warum nicht mal sich das Ganze anschauen. Ich habe mal in verschiedene Bereiche reingeschaut. Ich war im Studiengang Integrative Gesundheitsförderung, ich war im Studiengang Betriebswirtschaft und ich war im Studiengang Automobiltechnologie und hatte überall da ein bisschen mal in die Module reingeschaut. Habe auch eben hier im Studentenwohnheim gewohnt, auch schon ein bisschen mal, um zu schauen, wie es so ist, alleine zu leben, ob man so alleine klarkommt, wie es so ist, alleine zu wohnen. Habe auch die Stadt Coburg kennengelernt, auch den Campus hier, habe neue Leute kennengelernt und deswegen hat es mich auf jeden Fall an Erfahrung weitergebracht. Ich habe auf jeden Fall oder nehme auf jeden Fall mit, dass Studieren auf jeden Fall anders ist als Schule. Das habe ich gemerkt, du musst viel selber organisieren. Und ich habe auch, wie gesagt, die ein oder anderen Sachen aus den Vorlesungen und aus den Modulen mitgenommen. Ich möchte jetzt in dem Bereich Management weitermachen, also auch viel was mit Wirtschaft zu tun habe und ja, habe eben hier ein paar Module ja gewählt, die aus dem Bereich Betriebswirtschaft kommen und dann nehme ich auf jeden Fall auch die ein oder anderen Sachen mit.